So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Letztes Mal, war der Part eigentlich okay? Bis wir ein Level gefunden haben? In dem ich erstmal gar nicht gecheckt habe, was ich machen soll. Aber gut, wir haben es geschafft. So, jetzt gucken wir uns mal Get a Grip an. Von Devori. Difficulty 4 Sterne von 5. Ich habe Angst. Was hat er sich hier gedacht? SMB2 scheint ja dann das Power-Up zu verwenden. Ja, und ich weiß mittlerweile, es gibt einen Supersprung. Wie macht man den denn? Ah ja. Den kannte ich tatsächlich vorher noch nicht. So, Get a Grip heißt, ich kann auf den Gegnern stehen. Oh no. Muss ich jetzt den Pau holen und wieder auf dem Koopa landen? Ich kann den doch gar nicht aufheben in SMB1. Entschuldigung. Ja, so haut das nicht hin. Get a Grip. Was soll ich tun? Tschüss. Ach so! Komplett lost. Ja klar, ich heb die auf und schmeiß sie da dagegen. Na klar. Verstanden. Dann heb ich die auf und fall in das Ding da rein. Oder so ähnlich. Yes. Und damit mache ich das da auf. Oh weia. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden hier, das Level. Vor allem, wenn ich nicht springen kann. So, und jetzt? What now? Ah, das muss... Lol. Okay, da kommt jetzt etwas Größere. Den wollte ich eigentlich nicht, aber... Der kann auch das da tun, was er tun soll. Und der kommt ja wieder im Normalfall. Yes. Okay, den brauche ich aber noch. Boah, wie lang wird dieses Level sein? Weltrekord ist 1,02. Das klingt nicht gut. Nope, das ja, jetzt ist vorbei, ne? Ja, sobald ich das verloren habe, ist vorbei. Okay. Puh. Nein! Mist. Das war nix. Okay, nice. So. Ah, ich muss den bestimmt auch mitnehmen wieder. Und da oben dann losfeuern. Oh Gott. Nee, das wird mir zu lang, das Level. Ich glaube nicht, dass ich das ich glaube nicht, dass das jetzt was ist, was ich... was ich spielen möchte. Also, wir waren da. Da ist die Stelle, wo wir gestorben sind. Da geht es dann hier noch weiter. Dann kommt noch das und das. Und dann scheint man da irgendwie noch umzudrehen. Da ist aber... Da ist eine Zwischenröhre. Da kommt es wahrscheinlich noch mehr.
Ja, I don't know. Schaut euch das Level woanders an, danke. Ich glaube nicht. Wie komme ich da wieder raus? Ach so. Es wird mir, glaube ich, nicht gelingen, hier ordentlich zu spielen. Inflated Ego, das klingt nach einem. Nach einem Ballon-Level. Von Rabaros. Oh nein, Scrooge! Hetz mich doch nicht, Kollege. Jo, nee, 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 nee. Nee, ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Alter, was? Nee, da muss ich die. Nee. 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 Marcy. King Wigglers New Oak. Marcy hat auch eine Welt gebaut. 9 Level 2 Welten. So, Frage. Was, wie viel haben wir von Marcy schon gespielt? Was kann er da eingesetzt haben in die Welt? Ihr seht, worauf ich hinaus will, ne? Wir haben die Level auch schon alle gespielt. Das heißt, auch da ist die Welt vermutlich nichts Neues. Also spielen wir einfach nur das neueste Level. Ja. Hi. Na du? Darf ich dich mal mitnehmen? Danke. Ein Leben. Das bringt mir jetzt besonders viel. Okay. Aber wäre es jetzt innerhalb Weltmoduses, wäre es ja natürlich sinnvoll und innerhalb des Endless natürlich auch. Wir müssen mal einen neuen Endless spielen, da kommen jetzt mittlerweile bestimmt auch neue Sachen. Da wäre ich sehr dafür. Und ein Multiplayer, da hat sich bestimmt jetzt auch was getan. Weil da dann ja auch jetzt die neuen Level auftauchen könnten, hallo. Ist aber schön gebaut. Oh mein Gott. Geh weg. Ist aber schön gebaut, das Level. Gefällt mir sehr vom Ding her. Vom Level-Design. Hat was. Oh, gib mir das. Bestes neues Power-Up. Bestes neues Power-Up. So gut. Großer Fan. Kann ich die killen eigentlich damit? Nein. Scheiße. Ja, das hat nicht funktioniert. Da ist es auch schon wieder weg. Schade. Checkpoint. Wait. Ich krieg's hier bestimmt nochmal. Sei gnädig. Schade. Marcy ist nicht gnädig. Da ist nix. Da geht's hoch. Jetzt wäre es aber bestimmt da drin gewesen, wenn ich nicht dumm gewesen wäre. Safe Call. Nein! Ich mag dass man verschiedene Wege gehen kann. Das gefällt mir ganz gut. Da ist es wieder. Nice. Nicht gleich wieder verlieren, danke. Da ist eine Schlüsseltür. Da ist ein Schlüssel. Münze. Wie viel brauche ich? 3 Stück. Okay. Oh, dann muss ich jetzt in dem Abschnitt die Münzen suchen, oder was? Oder sind die. Wait, hätte ich den anderen Weg gehen müssen für die andere Münze? Muss ich jetzt alles wieder zurücklaufen? Hier ist eine Abzweigung.
käme auch gar nicht den ganzen Weg zurück. Übrigens. Da oben war die andere Münze. Aber wenn ich jetzt hier hochgehe, muss ich wieder alles zurücklaufen oben. Wenn ich überhaupt hochkomme. Nein, ich Doofnuss. Aber ja, jetzt muss ich wieder den Weg zurückgehen. Okay. Wo war jetzt die Pflanze? Irgendwo da. Ja, okay. Ah, nee, ich darf ja gar nicht bis da runter. Ich muss ja hier hoch. Und jetzt kann ich noch da runter. Ist da auch noch mal eine Münze? Ja, da ist die letzte Münze. Haben wir alles. Okay, nice. Dann kann ich jetzt direkt hier rein. Okay, cool. Checkpoint. Das ist nicht der Checkpoint, den ich gesucht habe. Ich muss den Goomba da oben erledigen. Ich will den Wiggler gar nicht erst triggern. Ich muss den Wiggler... Nein, muss ich nicht. Kommt auch so hoch. Nice. Hätte nämlich ungern den wütenden Wiggler da unten gehabt. Yes. Sehr schön. Sehr schön. Cooles Level. Cooles Level. Okay. Sehr schönes Level. Gut. Wahrscheinlich ist das der Boss vom neuen, von der neuen Welt, die er gebaut hat. Und alles andere ist halt Zeug, was er schon gemacht hat. Ne? Hier, das haben wir alles aber schon gespielt. Insofern brauche ich die Welt mir jetzt nicht angucken. Gut. Das haben wir gemacht. Das war das mit dem Schuh, ne? Ja, ja, das machen wir nicht. Das war ja von Vicaris, das Carpator-Level. Das habe ich gar nicht am Anfang jetzt, ne? Das ist ja von Vicaris gewesen. Den haben wir ja hier als Zuschauer. Habe ich hier am Anfang gar nicht, siehst du? Da habe ich es auch noch nicht gecheckt. Das, meine Güte, jetzt ist natürlich die Verbindung da in meinem Kopf. So, die von Rasierer lassen wir aus, haben wir gesagt. Das war, ja, ärgerlich, dass das nicht so funktioniert hat, wie ich das gerne gehabt hätte. Ich wollte mir nochmal das Level anschauen. Mit dem SMB2 Power beim Anfang von Maddie war das, glaube ich, auch. Das war ja auch von Vicaris. Oh mein Gott. Ja, moin. Wo war denn das? Verdammt, ich weiß es nicht. Aber das haben wir auch noch nicht gespielt. Goomba Dormitory. Was hat er hier gemacht, Maddie? Was hast du hier getan? Besiege alle Goombas 7 und erreiche das Ziel. Okay, ich habe gelernt, ich kann die mit Dings anstupsen. Gott. Hier mache ich einen Walljump. Hier mache ich einen Walljump. Hier mache ich einen Wall. Das war der falsche Knopf. Ja, das hat ja fast funktioniert. Das wär's schon, da ist schon das Ziel. Das ist ja super easy. Ja, es sind ja nur 7. Stimmt. Okay, das kriegen wir hin, das Level. Sagt er und springt voller Enthusiasmus in die Lava. Nein, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir kriegen es trotzdem hin, egal wie oft ich noch in die Lava springe. Wir kriegen es hin. Mark my words. So. Jetzt muss ich nur an den zweiten da denken. Jetzt habe ich den ersten... Ah, jetzt habe ich den verpasst. Okay, da muss ich nochmal gucken, was genau alles passiert. Da passiert noch ein bisschen zu viel auf einmal, dass ich das auffassen kann.
Wisst ihr was? Ich mache das nicht mehr mit Wandsprung hier, den ersten. Bin ja dumm. Geht ja anders. Muss ich ja gar nicht mich hier... Wozu sind wir denn in SMB-Land? No! Das wollte ich so nicht. Wow! Das wollte ich so auch nicht. So. Ah, der springt zurück. Das habe ich noch nicht relevant realisiert. Dann passt die Geschichte. Dann ist der Abschnitt klar. Also so, der springt zurück. Dann gehe ich da an den ran und dann gehe ich mit dem anderen zurück in die Röhre. Perfekt, alles verstanden. Kriegen wir hin. Wenn man jetzt halt noch den letzten treffen würde. Dann wäre das natürlich eine große Erleichterung. Schon. Ist das denn dein Ernst? Es ist halt, obwohl ich weiß, wie es geht, immer noch schwer umzusetzen. Mann, 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 das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir aber langsam genug Leben hier verloren. Yeah, no! Natürlich muss es zum Schluss noch daran scheitern, dass ich nicht in die Röhre komme. Natürlich. Ha! Natürlich. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Hei, ei, ei. Das hat nicht funktioniert. Why? Why? Alter, ich hasse es, wenn Dinge nicht funktionieren, die davor funktioniert haben. Ich hasse es, wenn mich das Zeit kostet.
Yes! Meine Güte, das hätte 5 Minuten eher auch passieren können. Ah! Gut. Die Good Caves jumpen wir nicht. Falling Bullets von Devery. Look, my things are falling from the sky. Na dann, ab dafür. Mal kein Musiklevel von ihm. What? Ach so. Ach so, die markieren immer, okay. Wo die Party abgeht. Okay, das ist cool. Das ist cool, auch wenn ich es verhauen habe, aber das ist cool. Dumm kann man halt auch sein. Okay. Hüppa! So, aber jetzt kennen wir es nicht mehr. 3 Stück. Nice. Shaka Point. Ah, jetzt ohne... Oh, jetzt sind sie klein geworden. Okay, jetzt wird's interessanter. Der Anfang war nur Tutorial, ich verstehe. Der Anfang war nur Tutorial. Jetzt ist vorbei mit Tutorial. Jetzt geht's hier richtig ab. So viel dazu. Gerade sagen, vorhin waren da noch 2. Aua. Ach so, ich hätte es noch höher schaffen können. Okay. Alles klar. Schauen wir mal, ob wir jetzt den Checkpoint bekommen. Den Checkpot bekommen. Nee, viel zu bald. Aber ist egal, ich will den Checkpot auch gar nicht haben. Oh, das reicht nicht mal, um hochzukommen. Doch, es reicht, um hochzukommen. Okay. So, gleich weiter. Oh mein Gott, ich treff's nicht. War schon wieder fast zu... Kann mir jemand erklären, was ich hier tue? Glaube, es ist der letzte Part für heute. Ich mach viel zu viel Quatsch. So schwierig. Warum muss ich denn an jeder neuen Stelle erstmal verrecken? Kann man denn so schlecht sein? Ja, und dann schaffe ich es ja beim zweiten Mal. Mann!
Ja, jetzt habe ich halt keine Ahnung. Irgendwann habe ich den jetzt auf Anhieb hingekriegt. Das ist mir schon mal beruhigend. Okay, das war einfach. Viel zu bald los, ne? Nee, gar nicht mal. Okay, da kommt noch mehr. Ups. Ich wollte irgendwie jetzt runter ins Ziel. Keine Ahnung. War die Hoffnung. Ja, moin. Boah, aber ich bin froh, dass wir den Sprung vorm Checkpoint geschafft haben. Der würde mich jetzt ärgern, wenn ich den noch öfter machen müsste. Der war nicht angenehm. Ich bin froh, dass wir den weg haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Okay. Okay, cool. Das sieht doch nach Ende aus. Puh, ich hatte schon Bedenken. Gut, das nehme ich. Das ist mir so egal, ob ich da unten den Hund kriege oder nicht. Level geschafft. Das reicht aus. Puh. Sehr schön. Alter, damit habe ich mich echt angestellt. I'm sorry. So, das hatten wir auch schon. Aber wir sind jetzt wieder unten angekommen. Das heißt, wir sind jetzt gleich wieder bei den Leveln, die uns immer noch fehlen. Na? Creating a Way Out haben wir auch noch nicht gespielt. Use... Ach, ich will aber jetzt eigentlich nicht mit Kisten. Ich hoffe, er hat das gut gemacht. Ich meine, es ist Devory, der baut eigentlich cooles Zeug. Vielleicht hat er sich ja hier auch was Cooles ausgedacht. Das war nicht so cool von mir. Okay. So weit, so gut. Ach, sind das nur so einzelne Rätselräume? Okay. Das ist ja dann ganz cool. Bin ich komplett... Manchmal weiß ich echt nicht. So, was ist denn so schwer, da drauf zu landen? Richtig, nichts. Oh oh, kann ich da drauf landen? Oder laufe ich dann da hinten runter? Okay, nice. Checkpoint. Mit Resettor, das ist cool. Nice. Okay, cool. Checkpoint. Yes. Okay. Die müsste gut platziert sein, ja. Die passt. Da, die ist ein bisschen kritisch. Nee, sie ist knapp davor, okay. Okay, sehr schön. Er hat's cool gemacht. Er hat das Level cool gemacht. Ich sag überhaupt nichts. Er hat's sehr cool gebaut. So gefällt mir das. Ich dachte, ich muss mit dem Dings Mario selber Kisten herstellen und keine Ahnung. So ist das cool. Großer Fan. Oh weia. Okay, ich werde es erstmal versauen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder auch nicht. Checkpoint. Die Leben brauchen wir eigentlich nicht, ne? Das sitzt nicht so ganz gut, wo ich es wollte. Ah. Oh. Aber wir haben es geschafft. Okay, nice. So, wir wollen nicht an die Münze. Wir wollen da rein. Checkpoint. Yes. Okay. Oh, 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 oh.
Gut, dass da ein Checkpoint war. Oh mein Gott. Darauf war ich nicht vorbereitet. Aber jetzt weiß ich, was Sache ist. Darüber? Ah, ich darf. Okay. Kein Weitsprung. Schlechte Idee. Dann so. Was macht der jetzt? Ach, der macht die weg. Ah, jetzt kann ich mir eine Kiste holen, wenn das wieder hochfährt. Und es fährt ja nicht höher als das hier. Und jetzt kann ich da durch die Tür. Okay. Ich wollte die eigentlich nicht mitnehmen, ne? Wait, ich muss darüber. So, kann ich die gleich mitnehmen? Nice. Zeit gespart, und zwar richtig. Sehr gut. Hätte ungern nochmal den ganzen Cycle gewartet. Das funktioniert also. Sehr schön. Nein! Oh. Not again. Aber der Raum geht jetzt auch ganz schnell, das ist gut. Das macht die Sache so viel angenehmer. So. Oh, ich habe nur eine Chance. Ah ne, der kommt wieder, okay. So. Auf die Box. Gut. Perfekt. Und jetzt kann ich da drüben. Das hat gerade echt wehgetan. So, aber jetzt funktioniert die Geschichte. Diesmal springen wir vielleicht auch einfach nicht gegen das Ding da oben. Äh,
Ich setze die mal vorsichtig hier rein und hoffe, dass die mir nicht unter die Säule fährt. Dankeschön. Okay, soweit so gut. Das ist jetzt eigentlich kein schwieriger Sprung, ne? Auch wenn er gerade spannende Musik gemacht hat. Ich wollte schon sagen, wo muss ich hin? Aber was steht da drüben? Will ich da hin? Ach, das ist nur fürs Thumbnail gewesen. Da hat er die Dings geschrieben. Da hat er den Titel geschrieben, ne? Da gehe ich lieber nicht hin. Eieiei. Uff, ja, da ist das Thumbnail nämlich. Creating a way out. Oh boy. Gut, haben wir das auch. Das haben wir noch nicht gesehen von Vicaris. Don't press the red button. Wir gucken mal schnell rein, aber ich denke, das werden wir im nächsten Part eher spielen. Ich sollte jetzt aufhören. Oh. Ach so. Aber wenn er rot ist, darf ich ihn nicht drücken. Okay. Wenn er blau ist, muss ich ihn drücken. I see. I think I see. I'm not sure if I remember. Ja, den wollte ich nicht. Den wollte ich nicht. Achso, ich darf den überhaupt nicht mehr drücken, weil jetzt ist er ja immer rot. Hä? Ach, aber er wurde wieder okay. Er wurde wieder umgestellt. Also hier bleibt er. Hier muss ich drücken. Hier nicht. Hier schon. Okay, da muss ich weiter springen. Zu bald. Mist. Okay, soweit sieht es doch eigentlich ganz okay aus, das Level. Hä? Ich musste doch drücken. Warum ist dann ein unsichtbarer Notenblock? Der hat mich irritiert. Da sind überall welche, okay. Die anderen habe ich noch gar nicht erwischt. So, jetzt kommt wieder der große Sprung. Und dann ging es eigentlich erstmal klar. Da ist schon das Ziel. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Nice. Kriegen wir hin. Dann ist die Sonne ja komplett irrelevant. Ah. Weil ich automatisch an ihr praktisch vorbeisegel. Okay. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Na, hier jetzt bin ich einfach an ihr vorbei. Ich war zu langsam. Oha. Okay. Weil ich das Ende noch nicht gekannt habe. Okay, aber gut zu wissen. Level werden wir schaffen. Level werden wir abschließen.
Das ist sogar relativ einfach, wenn man es mal verstanden hat. Sehr gut. Ich bin wieder zu langsam. Da oben ist ein Checkpoint, lul. Ich bin hängen geblieben. Och, ich hasse alles. Ah, ich bin hängen geblieben. Käse. Jetzt. Rüber. Runter rein. Oh! Yes! Sag doch, das kriegen wir. Das war wirklich machbar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Puh. Und Mario ist für immer gefangen. Puh. Okay, cool. Cool, cool, cool. Das war in der Tat ein cooles Level. Gut, da brauchen wir das doch nicht mehr spielen. Okay. Da haben wir einiges von Airmaid. Da würde ich gucken, ob der eine Welt noch baut oder nicht. Der muss ja eigentlich, der hat ja die Levels sind ja alle da. Er muss ja nur in die Welt reinsetzen. Okay, er muss die Welt selber bauen. Das muss er natürlich noch machen. Skycus Coinwash müssen wir uns noch anschauen. Das haben wir auch noch nicht von Devori gesehen. Da sind schon noch ein paar alte Sachen übrig. Und da haben wir dann aber alles gespielt anscheinend. Okay, bis auf die Sachen von Boostbo und so. So ein paar Sachen haben wir ausgelassen, aber ich glaube, insgesamt muss ich nicht noch weiter runter scrollen. Na, ich glaube, da ist dann tatsächlich... Es geht auch gar nicht weiter runter. Oh mein Gott. Hier ist Schluss. Ach nee. Seite 2. Ich habe nichts gesagt. Okay, also ich könnte auch noch weiter runter scrollen. Ich dachte jetzt, das wäre nämlich ganz schön krass, wenn man die alten Sachen gar nicht mehr auswählen könnte. Aber das haben wir alles gemacht. Ich denke, da habe ich nicht irgendwas großartig ausgelassen, wo ich gesagt habe, das machen wir später. Okay, dann haben wir soweit erstmal den Teil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.